Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen was geshoppt. Mal hier, mal da, mal dort. Das ist so eine Zusammenfassung an Dingen, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Also sei gespannt. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich zeige euch heute mal meine Einkäufe. Ich habe so an mir festgestellt, ich kaufe mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, mal ein bisschen dort und nichts reicht irgendwie für ein komplettes Video. Deswegen hier mal eine kleine Zusammenfassung. Fangen wir mal mit dem Parfüm an. Als ich im letzten Jahr oder vorletzten Jahr angefangen habe, mal Laris vorzustellen, ne? habe ich mit einem Rabattcode gearbeitet. Und da hat der ein oder andere bestellt. Also ich liebe Laris, die haben richtig gute Qualität. Was ich an diesem Rabattcode-Ding nicht so geil fand, war diese Rabatte, die ich dann auch gekriegt habe, die haben sich zusammengesammelt in einen Rabatt und das konntest du nicht aufstückeln. Also musste ich mir fünf kaufen, also fünf aussuchen, eins extra kaufen. Das musstest du dann so oder so, also das eine extra. Ja, also wenn es um mich geht, also sechs verbrauche ich niemals. Eins hat, die werden natürlich dann auch wieder verschenkt. Eins hat, wie viel Milliliter haben wir? 30, glaube ich, oder so. 60. 50? 50. Ich nehme meine Brille nicht auf. 50 Milliliter. Ja. Also, ja. Also, das sind etliche Duftzwillinge. Ich kann es euch jetzt nicht auswendig sagen, was da was ist. Ich werde das auf jeden Fall wieder in einzelnen Videos vorstellen. Ich weiß jetzt aber auch, dass Laris eigene Parfums inzwischen macht, was ganz interessant ist. Ich habe eine Probe von der ersten Variante von Duft, was sie rausgebracht haben, jetzt mit dabei gehabt. Mega interessant. Ein Duft kostet da 20 Euro. Also wie ihr sehen könnt, ich habe 12 Stück, 6 Stück. Ja, also ich hatte halt einen 100-Euro-Gutschein und musste dann extra noch eins dazu nehmen. Hier, das Öl von Isana. Es ist bei mir jetzt tatsächlich auch so, ich rieche einfach bei diesem Balea-Öl diesen ranzigen Duft. Ich schwöre, bei meiner ersten Flasche war es nicht. Aber es ist auch so, dass du dich an vieles gewöhnen kannst. Den Duft von dem Isana-Öl mag ich leider nicht. Das erinnert mich irgendwie an Pets Himbeer. Ich weiß auch nicht warum. Soll Rose sein. Aber Fakt ist, das ist flüssiger. Es verbraucht sich nicht so schnell. War mir mal so und das ist so das Hauptding zur Reinigung für mich, also diese Öle, weil damit kriegst du einfach alles runter. Und ja, da wäre ich echt noch froh, wenn sie das ohne Duft rausbringen würden. Wow, das wäre echt, das wäre perfekt. Wenn sie beispielsweise schon ein Shampoo ohne alles rausbringen. Altera. Das beste Shampoo ohne nix. Also da sind keine Duftstoffe drin. pH-neutral. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch ein extra Video mache, weil das mit Duftstoffe habe ich ja getestet und fand ich mega gut. Dann dufte mal wieder mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zwei so Serien getestet. Und die waren beide nicht so gut wie das hier. Ne? Also das von Catrice mag ich schon echt gerne. Aber da muss ich mir mal das Neue besorgen. Weil das alte kann ich jetzt auch nicht mehr vorstellen. Kostet 4,99 übrigens. Also vom Preis her auch super. Dann dufte mit das hier. Isana Pure. Ich weiß, dass es die Shenya mal vorgestellt hat. Aber dann habe ich sie irgendwie auch aus den Augen verloren, weil du kannst halt nicht so viel auf einmal testen. Jetzt hatte ich gerade Platz und da bin ich echt mega gespannt, was das kann.
Panthenol, Hyaluron, ob es anders hier reinkommt. Also das schaut mega gut. Und gern nicht sich an diesem Age festhalten, weil das kann jeder verwenden. Dann haben wir noch ein Serum von Isana, das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Von Isana Meat nämlich. Das durfte er auch mit. Ich glaube, die haben auch alle so um die 4 Euro gekostet. Dann habe ich hier nochmal was von Isana, was ich mir regelmäßig hole. Da bin ich aber, glaube ich, in der Zwischenzeit auch schon wieder eine aufgebraucht. Meinem Vater schenke ich auch immer welche. Na, also, das ist die, die ich jetzt noch behalten habe. Kostet, glaube ich, unter einem Euro. 80 Cent oder so, weiß nicht mehr. Dann wird diesem Niacinamid-Gesichtswasser eine Chance gegeben. Das soll gar nicht schlecht sein. Bei der Marke muss man aufpassen. Man denkt so, oh, die verzichten auf Duftstoffe. Die müssen mega gut sein. Die verzichten sicher auch auf Kunststoff. Tun sie nichts. In ihrem Waschgel ist Kunststoff enthalten, was ich mega schade finde. Weil da ist es wirklich nur für die Textur und für den Kunden. Und das finde ich mega unsinnig, ne? Also Umwelt zerstören, bloß damit das Waschgel schön aussieht. Das soll mega gut sein. Habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Ich muss noch ein paar Sachen leer machen. Dann kommt es aber als nächstes dran. So, dann haben wir hier noch eine Sache. Da habe ich jetzt die Flasche im Bad steht, weil ich schon teste. Kann aber jetzt schon so viel sagen, ich mag's. Ich kann nur nicht so viel davon verwenden. Ne? Also mega viel geht nicht. Das ist das Retinol. Meine Kamera will nicht scharf stellen. Jetzt. Retinol-Serum mit Retinylacetat. Retinyl ist nicht so aggressiv für die Haut. Das hat 10 Euro gekostet, das weiß ich auswendig. Meine Haut kommt super mit dem Öl zurecht. Ich darf nur nicht zu viel verwenden. Also ich habe jetzt so ein bisschen rum experimentiert, schon mit 6-7 Tropfen. 7 sind zu viel, 5 sind perfekt. Ne? Also ich mag's. Ich mag's echt gerne. Hätte ich nicht gedacht, muss ich noch ein bisschen testen, weil das ist noch nicht so lange in Testung. Dann habe ich 2 Sachen bei Face Theory bestellt. Da sind aber noch einige andere Sachen auf der Wunschliste. Einige. Also einmal das Regena Calm Serum. Das ist auch, glaube ich, mit Retinyl. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, dem war so. Die Pro-Version mit 3% Retinol. Da ist 3% Retinol dran. Deswegen die Pro-Version, da werde ich nicht so ganz schlau aus dem, was auf der Webseite steht. Und man muss aber bei Face Theory auch so ein bisschen aufpassen. Ne? Also sie hauen schon mit so Aussagen extrem auf die Kacke. Also sehr viele Sachen sind da echt nett und echt gut. Aber diese Versprechen, das wusste ich von Anfang an, als die da so richtig losgelegt haben. Also, und dann haben wir noch das Lumicilla A15 Serum mit Acylensäure. Und auch hier wird ziemlich auf die Kacke gehauen. Das möchte ich mir gerade mal so angucken. Jawohl. Das ist so ein Pumper. Das ist auch außergewöhnlich. Habe ich jetzt auch noch nicht in Testung, weil ich halt einfach echt noch sehr viele Sachen offen habe und die erstmal leer werden müssen. Die Sachen von Face Theory sind natürlich ein bisschen teurer. Na, also ich glaube, da weiß nicht mehr, was es gekostet hat. 20 Euro rum. Weil da ist ja auch immer gleich ein Rabatt mit dabei. Also es gibt noch einige Produkte bei Face Theory. Ich muss im Kleinen bestellen diesmal, weil halt echt auch bei anderen Marken irgendwie es im Moment Dinge gibt, die ich halt echt auch mal für den Kanal testen möchte. Und wenn hier zu viel rumsteht, das macht mich nervös. Ja, weil es kommt immer wieder Neues raus. Jetzt ist gerade so eine Flaute. Na, jetzt kommt gerade nicht so viel.
Aber hier habe ich jetzt mal so ein bisschen was zu testen und ein bisschen was für den Kanal. Kennst du was von den Produkten? Was sagst du zu den Produkten? Schreib das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.